Viele von Ihnen werden die Beschwerden kennen: Bauchschmerzen, Sodbrennen, Appetitlosigkeit, Völlegefühl. Auslöser können Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüre sein. Verursacht werden diese Geschwüre häufig durch ein Bakterium namens Helicobacter. Mehr als 50% der bundesdeutschen Bevölkerung, so schätzt man, sind mit diesem Bakterium infiziert. Aber nur jeder Zehnte erkrankt auch daran. Nicht jedes Magengrimmen ist auf den Helicobacter zurückzuführen. Aber wenn man da sicher gehen will, dann bleibt einem eine Untersuchung nicht erspart: die Magenspiegelung. Olaf Höß wartet auf seine Untersuchung. Seit mehreren Wochen hat er Magenbeschwerden. Sein Hausarzt konnte die Ursache nicht feststellen. Er überwies ihn an die Uniklinik. Hier soll jetzt eine Magenspiegelung Klarheit bringen. Denn das ist nach wie vor die einzige Möglichkeit, konkret festzustellen, was sich im Magen-Darm-Trakt abspielt. Keine angenehme Vorstellung, einen Schlauch in den Magen geschoben zu bekommen. Doch im Vorgespräch hat der Arzt den Ablauf der Untersuchung genau erklärt. Ein Beruhigungsmittel sorgt für die nötige Entspannung. Da merken Sie von der Untersuchung praktisch gar nichts. Für den Außenstehenden sieht die Untersuchung schlimmer aus, als sie tatsächlich ist. Der Patient spürt nichts, er liegt einfach da, wartet, bis alles vorbei ist. Der Arzt schiebt das Gerät bis in den Darm vor, dann zieht er den Schlauch Stück für Stück zurück in den Magen. Mit einer winzigen Zange werden millimetergroße Partikel aus der Schleimhaut entnommen. Alles unter Sichtkontrolle auf dem Monitor. Und während der Arzt den Schlauch bereits wieder herauszieht, werden für den Helicobacter-Test Gewebeproben auf einen sogenannten Nährboden gestrichen. Maximal 10 Minuten dauert die Untersuchung, oft geht es sogar schneller. Der Patient ist wieder fit und leidet unter keinerlei Beeinträchtigungen. Ob ich jetzt ein Brötchen runterschlucke oder einen Schlauch, im Endeffekt kann es der Speiseröhre nichts ausmachen. Nur, dass das Ganze halt ein bisschen länger ist, so ein Schlauch. Und ich persönlich habe jetzt überhaupt keine Probleme damit. Wahrscheinlich auch durch dieses leckere Getränk zu Anfang, was so ein bisschen Schmierwirkung hat. Also ich kann es jedem empfehlen. Wenn er Probleme hat in dem Bereich, soll er das auf jeden Fall mitmachen zum Abchecken. Gute Nachricht für Olaf Höß: kein Krebs, keine Geschwüre. Und obwohl er den Helicobacter in sich trägt, ist eine Antibiotikatherapie überflüssig. Von der Raffaelsklinik in Münster ist jetzt Dr. Volker Kühlkamp bei uns, Gastroenterologe und insofern auch Spezialist für das Thema Helicobacter und Magenspiegelung. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Haben Sie denn so eine Magenspiegelung schon mal über sich ergehen lassen? Nein, das habe ich noch nicht. Wie fängt man sich eigentlich an Helicobacter und in welchem Alter? Der Helicobacter wird schon oral, also durch die Aufnahme durch den Mund, gelangt er uns an den Magen. Der genaue Mechanismus ist noch nicht bekannt, aber es ist so, dass wir dafür nicht ins Ausland fahren müssen, sondern wir stecken uns im Kindesalter oder Jugendalter im Rahmen unserer Familie, innerhalb der Familie an. Besonders begünstigt sind da beengte Wohnraumverhältnisse und viele Kinder, da ist eine Infektionsrate höher. Kann man sich schützen vor Helicobacter-Ansteckung? Jetzt direkt ist es halt, der enge Kontakt führt dazu, aber der ist in Familien halt so gegeben. Ich denke, dass man da keine besonderen Vorkehrungen momentan haben machen kann. Ja. Gut, Herr Dr. Kühlkamp, Sie können zum Thema Helicobacter gleich unseren Experten befragen. Rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben zum Helicobacter, unter der folgenden Nummer: 0800 5678 990 und nochmal zum Mitschreiben: 0800 5678 990. Und Dr. Kühlkamp wird Ihnen Ihre Fragen noch in dieser Sendung beantworten.